Der Schweizerische Schäferclub OG Iser Ganserland organisiert am 27. Mai einen abwechslungsreichen Rundkurs von 6 km durch die wunderschöne Melzerieau. Es gibt Posten über Länder, das heisst darum eben ab in die Ferien, wo eben Sie mit Ihrem Vierbeiner lösen können. Und wer keinen Vierbeiner hat, der kann auch einfach schauen kommen. Der idyllische Spaziergang führt im ersten Teil entlang vom Rhein, dann quer durch ein kleines Waldstück und dann zurück durch die Landwirtschaftszone zum Ausgangspunkt. Die Strecke ist flach, der Rundkurs ist Rollstuhl- und Kinderwagen-tauglich. Ja, und was es alles abgeht in dem Club, das sind wir schauen gegangen. Was unter dem Jahr alles abgeht, haben sie uns gezeigt. Eingestiegen sind wir mit der Teamarbeit mit dem Thomas Cecel. Gut, gehen wir Teamwerker mal ein bisschen hier rauf. Gut, dann fangen wir gleich an, den Hund auf uns konzentrieren, ins Hier. Machen wir einen Platz. Laufen einfach mal zwischen den Hunden umeinander. Dann stehen wir einmal irgend neben den fremden Hund her. Den Hund nicht anschauen. Dann fordern wir es nicht auf zum Aufstehen. Gut, dann klatschen wir. Und gehen wieder zum eigenen Hund. Bestätigen den Hund. Fein war. Gute Maus. Nehmen wir den Hund ins Fuss. Und laufen los. Ab und zu eine Wendung machen. Bestätigen. Jawohl, fein. Dann können wir jetzt alle ein bisschen näher zusammen hier. Rütz und quer. Eine muss aufpassen, kein Unfall. Eine. Gut, anhalten. Dann laufen wir mit dem Hund das Lalo machen zwischen den Beinen. Jawohl. Gerne. Jawohl. Jawohl. Ist eine gute Übung, um den Hund ein bisschen aufwärmen. Er muss sich durchbeugen. Gut, nehmen wir den Hund ins Hier. Und schicken ihn ein paar Mal links und rechts im Kreis. Oma, jawohl. Oma, jawohl. Oma, jawohl. Dann nehmen wir den Hund wieder ins Hier. Und machen es Hoi sagen. Hoi, hoi. Jawohl. Gut, Hund ist Platz. Jetzt machen wir ein bisschen Ablenkung. Wir springen noch mal um den Hund herum. Und klatschen noch dabei. Feine Mann. Feine. Gut gemacht. Stehen wir hinter den Hund. Und laufen mit gespreizten Beinen über den Hund. Ah, viel Mann. Ganz umgekehrt wieder, von vorne her. Gut. Jetzt stehen wir alle mal so 3-4 Meter weg vom Hund. Und machen dann einzelnes Abrufen. Du kannst den Merlin rufen. Dann Jenny die Laila. Dann der Skippy. Und Chiara. Ja. Jawohl. Wir machen kurz, schnell ein Auflockern mit Spielzeug. Action machen. Jawohl. Spring.
Ja, ab fort! Zu mir, jawohl! Grüezi! Einig sie! Ja, sie ist. Jawohl! Dann machen wir jetzt noch kurz etwas, was in der Öffentlichkeit eigentlich sehr wichtig ist. Dass wir den Land begrüßen, den Hund schön in Sitz nehmen nebeneinander, Hand geben und wieder weglaufen und wechseln. Salut Marion! Hoi! Ja, was? Sitze. Ja, sitze. Thomas, was machen wir jetzt? Jetzt tun wir longieren. Was heisst das? Das kennt man vielleicht ein bisschen von der Ross her. An der Leine führen? An der Leine führen, im Kreis führen. Aha. Es ist eine sehr gute Übung für die Konzentration des Hundes. Es ist eine super Sache, um den Hund auch auslasten, weil schlussendlich stehen wir im Kreis und schicken den Hund aussen rum. Also er darf springen, machen. Er sollte sich auch konzentrieren. Ja. Und das erreicht man relativ gut durch die Arbeit. So der Leitspruch ist, Distanz schafft Nähe. Aha. Aufmerksamkeit. Du, mir hat mir mal gesagt, wenn wir keinen Kontakt können schaffen, dann müssen wir nur fragen, haben Sie auch einen Hund? Das schafft anscheinend auch Kontakt. Das ist ja so. Und auch vor allem in einem Verein, denke ich, ist das ein grosses Thema, oder? Ja, genau. Auch nach dem Schaffen mit dem Hund zusammenhöckeln, philosophieren und so weiter. Aber apropos Lange, weißt du, ich mal einen Hund gehabt. Und ganz ehrlich gesagt, habe ich gedacht, in dem Moment, wo es angemeldet ist, so kompliziert wird. Und hast du den Hund immer müssen, die Leine nehmen, habe ich gedacht, ah, ich höre auf. Ist schon ein bisschen kompliziert worden, gell? Ja, es ist ja so. Es sind viele Anforderungen, die man erfüllen muss. Der Hund sollte nicht negativ auffallen, sollte niemanden stören. Und das sind natürlich grosse Geschichten, vor allem auch, wenn es ums Versäubern geht, um einen Hundedreck und so weiter. Und das probieren wir, glaube ich, auch bei uns im Teamwork, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, um einen vernünftigen Umgang zu haben, sodass wir auch in Zukunft können, mit Hunden ohne Leine unterwegs sein, was ja bei uns im Kanton St. Gallen noch möglich ist. Eben, gell, so drei an Nähe, Elhorn, also, da müsstest du ja wirklich können, einen Hund ein bisschen frei laufen lassen, nicht? Ich bin auch der Meinung, ja. Absolut. Und einen erzogenen Hund, glaube ich, kann man auch jederzeit wirklich laufen lassen, ohne irgendwer zu gefährden oder zu nerven damit. Es ist einfach wichtig, dass man quasi eine Hundeschule macht, dass man sich auskennt, dass man eben den Hund auch wirklich im Griff hat. Gell? Genau. Und ich denke, da in einem geschützten Rahmen kann man sich auch ein bisschen mit dem Hund auseinandersetzen, ohne dass gerade jemand böse wird. Ja. Man kann kennenlernen, wie verhalten sie sich unter anderen Hunden, unter einem Haufen Leuten. Wir hatten zum Teil schon fast 15 Hunde gleichzeitig auf dem Platz gehabt. Alle ohne Leine und es funktioniert super gut. Ich bin einmal begeistert. Ich habe einen Hund, gell? Der hat mir gefolgt, also ein Wörtli gesagt, dass er besser als jedes Kind. Und dann ist mir dann auch passiert, aber zwar nicht hier in Österreich, aber in der Nähe Wald, kommt der Reh und ab ist er. Das passiert ist... dir das etwa mal auch? Ich muss jetzt ganz klar sagen, ich habe zwei Hunde, einen Flatcoat, was ja eigentlich ein sehr starker Jäger ist. Und man kann das auch effektiv dagegen schaffen, dass der Hund mehr Freude an uns hat wie am Wild. Aber ein Restrisiko ist immer rum. Also man muss sich wirklich auch absichern, genau, an einem Waldrand zu sein. Das vorher, ist das dein Hund gewesen, was wir jetzt gesehen haben, bei der ersten Rübe? Das ist mein Hund, das ist Chiara. Sie ist Labrador Golden Mix. Ja. Und ist eine ganz tolle Hündin, jetzt halt langsam alt, weil sie ist 10-jährig unterdessen. Aber ich habe das Gefühl, die ist wahnsinnig fit. Beim Apportieren ist nachher zu mir gekommen, zu mir wollen. Ja, ja. Also, ha, die hat den Narren gefressen an mir. Ha? Das ist ja so. Und du bist ein bisschen sauer sie auf sie jetzt? Leute, effektiv. Du bist nicht sauer auf sie? Nein. Nicht? Nein. Eben, ich bin da auch nicht jemand, der wahnsinnig auf ein Ziel arbeitet. Für mich ist der Plausch im Vordergrund. Und dann bin ich zufrieden und der Hund offenbar auch. Wie oft kommst du daher? Wie oft muss man daher kommen? Wenn jetzt jemand einen Hund hat, zum Beispiel, wie lange geht das, bis man so etwas also ich habe mit der Chiara habe ich von Anfang an hier angefangen. Das sind jetzt unterdessen 9,5 Jahre seither. Und bin die ersten 3 Jahre eigentlich in dieser Gruppe, die ich jetzt leite, selber ein Kunde gewesen. Und dann hat man mich angefragt, weil ich ja so eine super tolle Hündin habe, ob ich möchte das leiten möchte. Ich war mir noch unsicher, weil ich nicht einen Haufen Kurs in diese Richtung gemacht habe. Ich hatte einfach einen Haufen Spass an dem Ganzen. Ja. Und somit bin ich jetzt fast 6 Jahre, leite ich die Gruppe am Montagabend jeweils. Und ich bin der Meinung, der Zeug fängt daheim an. Aha.
die Stunde pro Woche, das ist nicht eine Erziehungsgeschichte. Da können wir einfach Sachen dazu lernen, wie kann ich den Hund auslasten, genau, oder wie kann ich mit einem Problem umgehen. Aber du bist ein Sportler, gell? Also mit dir muss ich noch säckeln können. Nicht unbedingt. Und mit einem 10-jährigen Hund wird das auch nicht mehr so schnell sein. Aber sie hat eine gute Hüfte, gell, fürs Alter? Ja, ich muss wirklich sagen, also wir sind sehr zufrieden. Ja. Sie ist auch nicht so eine grosse Hündin. Grosse Hunde haben dann halt immer ein bisschen Probleme. Aber 40 Kilo locker, oder? Sie hat 22 Kilo momentan. Und wenn du jetzt mal auf den Sessellift gehst, magst du Schuhe tragen? Das geht noch gut. Ja, da habe ich noch genug Kraft dafür. Was heisst das so zum Camping im Süden? Weißt, es gibt eine solche, aber es ist eine riesige Hitze. Stellen Sie im Sanddepot Wässerli her. Findest du das gut? Ah, jetzt für mich nicht unbedingt. Ich bin gerne in den Bergen. Du bist ein Bündner, gell? Genau. Da gehört man. Wir gehen eigentlich eben dann noch mit einem alten schwarzen Hund mehr an das Wasser. Also das ist noch ein Labrador Golden Mix. Das sind Wasserratten. Und dann tut mir der grösste Gefallen bei 30 Grad irgendwo an einem Bächle, wo sie drin rumtappen können. Ja. Und dann passt das so. Und sind ja gerne im Wasser, gell? Genau, die das Nässe, ist so, ja. Natürlich. Ja. Du, jetzt ganz kurz einmal, das heisst so eine Röhre, gell? Hast du ja lange gedacht, du bist bekommen, ein Militär. Hey. Jetzt wolltest du aber nicht sagen, willst du denn da durch? Ja, das ist eine Röhre mit Sack. Der Sack sieht man auf der Hinterseite. Das ist noch relativ happig für die Hunde, weil sie sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht. Ich weiß nicht, was ans Militär denkt. Haben wir so machen. Genau, ohne durchroppen. Der Hund muss nicht roppen, er kann auf den Füßen kommen. Genau, ja, gleich, aber gleich. Ja. Und hinten ist es neben dunkel, gell, eigentlich? Ja, wenn wir jetzt durchschauen, das hat hinten zwei einen Sack. Ja, komm, wir laufen noch mal durch. Wenn ich es lieber hätte, dann wärst du durchgekrochen, aber es geht das natürlich nicht. Gell? Von da bin ich zu gross. Eben, gell? Das ist ein Sack. Ja, das ist ein Sack, wo eigentlich der Hund keinen Ausgang sieht. Ja. Zum Aufbau tut man dem Hund natürlich ein bisschen helfen, dass er, dass er noch ein bisschen sieht, das Licht vom Tunnel. Jawohl. Ich sage gerade schnell, dass Jenny sie soll schnell die Leila durchschicken. Hoi, wer ist Jenny? Aha, ja, meint, das ist meine Partnerin. Also. Der geht es so, oder du die Röhre? Genau. Gerne. Jetzt dann Achtung. Also komm. Bitte. Warte. Schnell, die brauchen Bewegung, gell? Sie sind schnell, ja. Vor allem, ich denke mal, die Flatmix, die kommen vom Setter her. Das ist ein Jagdhund. Ja. Und die haben schon recht Temperament. Schau. Ein nach dem anderen geht da durch. He? Gut, da geht es jetzt wirklich darum, der Hund muss draußen bleiben aus dem Kreis. Sie ist schon sehr schön konzentriert. Ah, schau, sieht, da, das ist deiner natürlich. Jetzt, schau mal. Oder meiner inzwischen, gell? Gut, also. Jetzt. Sie kennt natürlich das auch. Ja. Jetzt Jenny tut vor allem mit Körpersprache den Hund schicken in die Richtung, wo er gehen soll. Jetzt hat sie mit Körpersprache einen Sitz und einen Platz gemacht. Sie hat das schön gemacht. Ein Steh. Man sieht, sie ist im Hecheln. Sie sind noch im Fellwechsel momentan. Nochmal einen Richtungswechsel und jetzt schickt sie sie auf den Tisch zum Sitzen. Das Schöne ist, man sieht, der Hund läuft und ist aber gleichzeitig konzentriert auf die Person, die relativ weit weg steht. 3-4 Meter locker, gell? Genau. Und wenn man rechnet, wenn man schlussendlich in der Mitte steht und der Hund umspringt, ist das eine rechte Auslastung für einen Hund. Klaus ist schon voller Tatendrang, sie ist ein richtiger Powerhund. Und jetzt kommt natürlich die Aufgabe, dass die zwei Hunde aneinander kreuzen müssen und souverän aufzerchen oder frauchen, besser gesagt, schauen. Und nochmal eine Kreuzung, sie machen das super im Moment. Manchmal ist es noch so, dass der Hund einmal probiert reinzuspringen. Der Tisch vor Klaus souverän gemacht. Die
Laila muss warten, Klaus geht hindurch. Das sind immer so schwierige Situationen für einen Hund. Ich muss dazu sagen, Klaus hat das jenes lang nicht mehr gemacht und macht das genial. Super! Lange ohne Lange, gell? Genau. Lange in einer grünen Lange. Aha, gut. Da sind wir im Sporthundetraining. Begleithunde sind das. Das ist die erste Prüfungsstufe, die man macht. Und wir sehen hier Corinne mit der Mari, wie sie durch Personengruppen läuft. Jetzt läuft sie einmal mit dem Hund durch ohne Leine. Da geht es darum, dass der Hund Personengruppen nicht belästigt. Schön mitläuft, dann macht es hier tipptopp. Wenn er es gut gemacht hat, dann kriegt er ein Gutzeli. Stellt sie ihn auf und tut ihn nachher abrufen. Es geht auch darum, dass der Hund zügig durchläuft und nicht zu den Leuten hergeht. Ja, der macht das wunderbar. Das ist Andrea mit der Rottweiler-Hündin Cara. Sie hat auch letztes Jahr BH1 erfolgreich bestanden. Ihre nächste Stufe ist der IPO, was sie machen will. Sie zeigt jetzt hier nochmal Personengruppen vor. Vierter Hund mit Hilfe von Futter, dass er immer schön aufmerksam ist und bei ihr läuft. Das ist Katja mit dem Mitch Border Collie Reit. Sie ist auch dran, BH1. Sie macht dort die Unterordnung BH1, dass der Hund zuerst ein bisschen aufwärmen und anschliessend macht sie den Sprung. Es ist wichtig, dass der Hund dabei ist, wenn man den Sprung macht, dass er aufmerksam ist. Nicht, dass er einfach vorprätscht und die Übung selbstständig macht. Genau. Jetzt macht sie ja den Sprung, also über den Sprung abrufen. Das ist auch ein Element aus der Führigkeit der Begleithunde-1-Prüfung. Da geht es erst einmal darum, dass der Hund wartet, bis seine Führerin parat ist und nachher sauber über den Sprung geht. Nicht wie jetzt. Genau, jetzt ist er schön gesprungen, kommt in die Grundposition und dann ist die Übung abgeschlossen. Also. Kette mit dem Barschuh, dem Hohenwart, Reit. Ja, das ist klar, dass die Hunde auf die Kamera fixiert sind, wenn sie es nicht kennen. Aber es ist auch ein gutes Training. Jetzt macht Kette das Abrufen über den Sprung. Jawohl, schön. Mit einer schönen Grundposition, perfekt. Also da haben wir Sandra mit dem Falco. Sie zeigt jetzt hier ein Fußlaufen auf unangenehmem Material. Also nicht auf dem Golferräseli, sondern dort, was für den Hund unangenehm ist. Das ist auch Bestandteil für die Diensthundeprüfungen. Dann muss der Hund auch immer beim Führer bleiben, auch wenn er lieber so anders durchlaufen würde. Macht das da tipptopp und folgt seiner Hundeführerin aufmerksam. Und auch so Hindernis langsam und neben dem Hund rauflaufen. Jawohl. Gut, ausmachen. Ausmachen.
Ja, wir können auch nicht rein. Jawohl, und jetzt probieren wir es nochmal oben drüber. Auf, noch. Noch, das ist schon recht, ich würde auch nicht oben. Ich würde nicht oben. Jawohl. Auf, jawohl. Müssen wir es oben? Jawohl, gut. Super! Perfekt. Zeig mir den Sprung gemacht. Ja. Gut! Jawohl! Das ist Tante mit ihrer grossen Schweizer Sennenhündin, der Alma. Assi! Debu! Stellung aus der Distanz. Und ein Abrufen. Alma? Das ist Freifolg. Da geht es um Perfektion und auf die Aufmerksamkeit vom Hund. Auf Kommando bleibt der Hund stehen. Sie hat sich wegen der Kamera bewegt. Sie ist tiptop stehen geblieben. Jawohl, gut. Der aus der Bewegung ist schon ein Element für IPO 2 und IPO 3. Das hat sie schon vorgeschafft. Schön, wenn der Hund aufmerksam mitläuft und die Freude hat bei der Armut. Tipptopp. Das ist der Kevin mit dem Goliath. Sie üben für Diensthundeprüfungen. Goliath ist ein Malinois. Er tut jetzt den Hund über ein Hindernis tragen und nachher abrufen. Das ist auch ein Prüfungsbestandteil einer Diensthundeprüfung. Da geht es ums Vertrauen. Der Hund vertraut dem Führer, ist ganz ruhig, wenn er ihn trägt. Sie können Stock und Stein zusammen überwinden. Dann leitet er ihn ab und tut ihn ins Platz. Genau, wenn der Hund liegt, dann läuft er 30 Schritte weg und ruft den Hund nachher in die Grundposition ab. Genau. Tipptopp. Gut, da kommt der Christian mit der Ginger, die Obermann-Hündin. Christian arbeitet IPO, hat die zweite Prüfungsstufe erreicht. Er wird jetzt hier über die Schrägwand apportieren. Die Schrägwand haben wir im Training extra ein bisschen flacher und die Prüfung hat die Höhe von 1,80 m. Stellt sich schön in Grundposition auf. Und geht schnell drüber, nimmt schnell auf, geht schnell wieder zurück zum Führer. Sitzt vor. Und auf Kommando geht es wieder raus. Jawohl, das ist Claudia mit der Ruska, deutscher Schäferhund, Hündin.
Ja, weil sie sagt, mit der Russ können es voran vor. Voran ist auch Bestandteil von fast jeder Prüfung. Die höheren Begleithunde, oder VPG oder IPO. Stellt der Hund auf die Arbeit ein und schickt ihn zur Kamera. Jawohl, der Hund geht zügig führen. Auf Kommando begibt er sich ins Platz und dann wäre die Übung eigentlich fast fertig. Die Hundeführerin geht zu ihrem Hund. Jetzt im Training schickt sie den Hund immer weiter. Und eine Prüfung müssen sie aufnehmen, die Grundposition. Ja, weil der Hund geht vor und hat dort seine Bestätigung. Tipptopp. Zuerst ins Platz und dann, wenn sie unten ist, kannst du sie weiter schicken. Ja, das ist der Michael Keil, unser Präsident mit seiner Hündin Onja. Und der zeige ich jetzt den Überfall und danach den Rückentransport. Helfen marschieren. Tschüss.
Halt! Also wegtreten. Anja, Fuß. Christian mit seiner Dobermannhündin Ginger. Ruhe! Da, da! Jetzt die Andrea mit ihrer Rottweilerhündin Kara. Das ist jetzt die Sandra mit dem Enzo. Das ist ein Dienst vom Militär.